Die App Industriegeschichte erleben ist am Mittwoch in der Technischen Universität Chemnitz präsentiert worden. Ziel der Entwickler war es, nicht nur einen Stadtführer herauszugeben, sondern Chemnitz lebendig werden zu lassen. Dafür stand man mit verschiedenen Partnern in Kooperation. Beteiligt war zum einen das Industriemuseum natürlich als Kooperationspartner und das Institut für europäische Geschichte der TU Chemnitz. Wir haben mit zwei Schulen zusammengearbeitet. Mit deren Schülerinnen und Schülern haben wir ja tatsächlich diese Inhalte erarbeitet. Das war das Chemnitzer Schulmodell und die Freie Waldorfschule Chemnitz. Und finanziell gefördert durch die Robert-Bosch-Stiftung. Die Schüler des Chemnitzer Schulmodells und der Freien Waldorfschule Chemnitz wurden dabei aktiv mit eingespannt. Sie beschäftigten sich in den vergangenen 2 Jahren in Projektwochen intensiv mit der Entwicklung ihrer Stadt und beleuchteten diese aus verschiedenen Perspektiven. So fanden unter anderem Straßenbefragungen statt, die in der App als Audio hinterlegt sind. Der Nutzer erhält dadurch ganz individuelle Einblicke in die Stadtentwicklung. Die App soll jedoch nicht nur Touristen oder Schulklassen als interaktiver Stadtführer dienen, sondern auch Chemnitzer ihre Stadt ganz neu entdecken lassen. Auf die Idee zu der App sei man gekommen, als das Industriemuseum seine neue Dauerausstellung konzipierte. Die Idee, das Ganze auf das Thema Industriegeschichte zu übertragen und auch solche interaktiven Rundgänge zu gestalten, kam uns eigentlich, als das Industriemuseum seine Dauerausstellung neu konzipiert hat und in dem Zusammenhang die TU Chemnitz eingeladen hat, Exponate zu liefern. Und wir sind ja in der Philosophischen Fakultät, haben diesen Brief gelesen und es ging sehr deutlich in die Richtung, dass man erwartet, dass vielleicht eine Maschine geliefert wird, die man eben in die Ausstellung stellen kann oder ein Bohrkern, irgendwas, ein technisches Artefakt. Und das können wir natürlich als Philosophische Fakultät nicht liefern. Und wir dachten uns aber, was wir liefern können, das ist die Auseinandersetzung mit Industriegeschichte und mit dem Stadtraum in Form eines interaktiven Exponates. Und das ist es letztendlich jetzt auch geworden. Hinterlegt sind in der App unterschiedliche Routen, die man ablaufen kann. Erreicht man einen Wegpunkt, der in der App erfasst ist, gibt diese dem Nutzer ein Signal, sodass die entsprechenden Informationen direkt angeschaut werden können. Die bereits erreichten Stationen werden farblich hervorgehoben, sodass man problemlos seine Tour unterbrechen und später wieder aufnehmen kann. Also es wäre natürlich ein ganz großer Traum, dass man mal so ein Netz über Chemnitz hat mit lauter Routenpunkten und wirklich ganz Chemnitz in dieser Art und Weise aufbereitet ist. Aber das konnten wir mit unseren Mitteln und in unserer Laufzeit nicht schaffen. Das heißt, wir haben uns hier einen zentralen Bereich ausgesucht. Insgesamt kann man derzeit rund 250 Routenpunkte im Umkreis des Chemnitzer Stadtzentrums ansteuern. Die App kann seit Mittwoch in den App-Stores heruntergeladen und kostenlos genutzt werden.